wie Sie das Immunsystem jetzt gegen den Coronavirus aktivieren können. Hallo, mein Name ist Andreas Jopp. Ich bin Medizinjournalist und beschäftige mich seit 25 Jahren mit Ernährung, unter anderem über 10 Jahre alleine mit Ernährung und Immunsystem. Natürlich ist das Immunsystem eines der Hauptparameter, um Viren in den Griff zu bekommen. Die erste Maßnahme ist natürlich immer Hygiene, Kontakt vermeiden. Die zweite Maßnahme, wie können wir das Immunsystem aktivieren? Und erst die dritte Maßnahme ist dann zeitverzögert, sind Impfungen. Beim Coronavirus wird das sicher noch 10 bis 12 Monate dauern, bis eine Impfung effektiv auf den Markt kommt. Wenn Sie sich große Grippeepidemien anschauen, wie die spanische Grippe 1919, hier gab es 40 Millionen Tote. Das war eine der größten und bedeutendsten Grippeepidemien. Tatsächlich sind hauptsächlich 20- bis 40-Jährige damals dem Virus zum Opfer gefallen. Man hat am Anfang sogar angezweifelt, ob es überhaupt ein Grippevirus ist, weil er extrem tödlich war. 40 Millionen, was immer verschwiegen wird, beziehungsweise eine Zahl, die nicht so häufig genannt wird, ist, dass 500 Millionen Menschen infiziert waren. Das heißt, von 500 Millionen sind 40 Millionen gestorben. Bei den anderen hat das Immunsystem den Virus bekämpft. Das Immunsystem ist das A und O, nicht etwa Tamiflu, ein Medikament X oder Y, sondern wie scharf Ihr Immunsystem ist. Auch bei der Grippewelle 1957, die russische Grippe, sind 2 Millionen Menschen gestorben. 1968 bei der asiatischen Grippe 1 Million Menschen. Und selbst bei der kleinen Grippewelle 2012-13 sind alleine 23.000 Menschen in der Bundesrepublik an dieser Grippe, in dieser Grippewelle gestorben. Dies waren dann aber hauptsächlich Immungeschwächte. Und deswegen werden Immungeschwächte auch sehr häufig geimpft, weil das Immunsystem einfach sehr wenig dagegen zu setzen hat, gegen diese Viren. Nun, worauf läuft das Immunsystem effektiv? Das Immunsystem wird aktiviert durch Vitamine. Und die Forschung ist da sehr eindeutig. In meinem Buch Risikofaktor Vitaminmangel habe ich eine Grafik, die genau zeigt, wie verschiedene Vitamine und Mineralien das Immunsystem hochbringen. Dazu gehören die T4-Zellen, die Fresszellen, die Killerzellen, die Antikörperantwort, die Lymphozyten, die B-Zellaktivität. Alles diese Truppen des Immunsystems werden durch Vitamine hochreguliert und Vitamin B und A vermindern zum Beispiel die Möglichkeit, das Immunsystem schnell zu aktivieren, es expansiv auszudehnen, zellenmäßig, um dann einen Virus tatsächlich zu bekämpfen. Und diese Vermehrung der Immunzellen liegt an zwei Parametern. Das sind einmal die Eiweiße, aus denen diese Immunzellen gebaut werden, und zum anderen, und hier ist häufig das Nadelöhr, die Vitaminzufuhr und die abgespeicherten Vitamine. Vor allem, wenn Sie sich das Immunsystem anschauen, wie hier eine Abbildung aus meinem Buch, hier frisst gerade eine Fresszelle einen Virus und das ist die erste Abwehr in der Körperlage. Nun gibt es inzwischen diese Grafik basiert auf 91 Studien zu verschiedensten Vitaminen. Inzwischen im Jahr 2017 wurde im British Medical Journal eine Studienauswertung mit über 11.000 Teilnehmern, 25 verschiedene Studien veröffentlicht, die zeigt, dass die Infektionshäufigkeit sich halbiert in dem Moment, wo die Vitamin-D-Spiegel ausreichend hoch sind. 2013 wurde dies auch bereits bei Atemwegserkrankungen bei Kindern in einer Meta-Analyse nachgewiesen. Tatsächlich, im Winter dehnen sich die Grippeepidemien besonders aus, weil gerade hier die Vitamin-D-Werte niedrig sind. Die erste Maßnahme
ist also, die Vitamin-D-Blutwerte jetzt ansteigen zu lassen. Dazu benötigt man einige Wochen von hochdosiertem Vitamin D. Sie können es beim Arzt nachmessen lassen. Sie sollten auf einen Vitamin-D-Wert zwischen 40 und 60 kommen. Dann ist das Immunsystem ausreichend aktiviert. Aber auch die anderen Vitamine sollte man unbedingt jetzt hochbringen, damit sie diesen Immunschutz haben. Und auch die Mineralien, die abgespeichert in den Zellen bereit sind und ganz wichtig in der Immunabwehr sind, wie Selen und Zink, die ganzen Spurenelemente. Hier braucht man einige Wochen, ja sogar Monate in der Regel, um die Mikronährstoffspiegel, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, um diese Spiegel ansteigen zu lassen. Was Sie also jetzt tun können, wo die Epidemie noch nicht in Deutschland ist, beziehungsweise demnächst wahrscheinlich über Italien oder so ankommt, ist diese Mikronährstoffspiegel ansteigen zu lassen. Sie können die natürlich testen mit einer Vollblutanalyse. Ist relativ kostenaufwendig, gerade im Spurenelementbereich. Insofern würde ich einfach jetzt supplementieren, und zwar die ganze Breite an Mikronährstoffen, nicht etwa nur Vitamin C, sondern die ganzen B-Vitamine, Vitamin A, die ganzen Mineralien und Spurenelemente in einem Produkt. Dann steigen die Blutwerte allmählich an und noch dazu hochdosiert Vitamin D, damit dann Ihr Immunsystem optimal funktionieren kann. Nun, wie gesagt, es gibt immer drei Maßnahmen: Hygiene, Kontakte vermindern, das Immunsystem aktivieren und dann zeitverzögert natürlich Impfungen. Was man jetzt machen kann, ist das Immunsystem mit Nährstoffen zu boostern. Höchstwahrscheinlich wird man die Aktivität des Coronavirus, der extrem infektiös ist, man wird wahrscheinlich kaum Infektionen vermeiden können. Der Virus hat eine lange Oberflächenhaltbarkeit von über 14 Tagen. Die chinesische Zentralbank reinigt inzwischen die Geldscheine, weil auf den Geldscheinen sich diese Viren befinden. Und die Inkubationszeit ist wahrscheinlich auch länger als 2 Wochen, sodass viele Menschen rumlaufen und infizieren können, ohne dass die vollen Krankheitssymptome schon ausgebrochen sind. Eine sehr ungünstige Konstellation, eine haltbare Virushülle und eine lange Inkubationszeit, um eine Epidemie in den Griff zu bekommen. Aber wenn man sich an diesem virulenten Virus ansteckt, ist und bleibt das Immunsystem das Einzige, was Ihnen helfen kann, um eine eventuelle Infektion zu überwinden. Das ist genau wie bei der spanischen Grippe auch, wie bei jedem Virusinfekt. Das Immunsystem ist Ihr erster Hilfspartner bei einer Infektion und das kann Ihnen später das Überleben sichern. Mit herzlichem Gruß, Andreas Jopp.